Hallo und herzlich willkommen zum Nummer 1 Wachtel-Livestream hier bei YouTube und deutschlandweit. Wir stapeln heute hoch. Fast pünktlich habe ich es geschafft. Es ist Donnerstag. Es ist Sonntag, der 14.04. 20.01 Uhr. Gerade eben umgesprungen auf 20.02 Uhr. Ostern ist schon wieder 14 Tage her. So, die liebe Maria war da und ist wieder weg und ist dann doch wieder da. Uwe und Sabine sind dabei. Hallöchen. Ina Reichert, guten Abend. Heute nur mal stiller Zuhörer. Das ist auch okay. Der Mario Edler alias Wachtelzucht Seeland wünscht uns einen guten Abend. Ja, ein bisschen hier für Ordnung sorgen und den Kaugummi aus dem Mund. Alexander Herz ist dabei. Guten Abend. Sebastian ist auch dabei. Miriam Petersen, guten Abend. Timo, Hallöchen. Klaus Körper, oh, ich bin sowas im Rückstand mit meinen YouTube-Videos schon, aber nicht mit meinen. Bei mir kamen schon lange keine neuen mehr. Ich weiß. So. Ich denke immer Schlimmes über euch, Sebastian. Jens ist dabei. Schönen guten Abend. Klaus, ein Glück, da muss ich nicht die Tagesschau gucken. Super. Dann haben wir ja wenigstens das verhindert. Andrea ist dabei und gesehen. Anja Koch ebenso. Nadine ist dabei. Der Gude ist wieder dabei. Markus von dem Fliegertwachteln ist dabei. Michael Wunder, guten Abend. Thomas vom Kaiserstuhl ist auch gesehen. Miriam fragt, gibt es auch mal wieder Mitgliederversammlung? Ja, da machen wir uns mal Gedanken drüber, oder? Können wir tatsächlich mal wieder machen. Janina, schönen guten Abend. So, jetzt habe ich alle lieb und nett und freundlich begrüßt. Übrigens sollte dieser Stream heute eigentlich einen anderen Namen haben. Ich wollte ihn tatsächlich nennen. Niemand mag Klugscheißer. Warum? Ich kriege ja immer mal so tolle, lustige Kommentare. Die Kommentierenden meinen die meistens bierernst. Und ich habe tatsächlich einen Kommentar bekommen. Den muss ich euch mal wiedergeben. Und da werdet ihr mir beipflichten. Unter meinem Video Wachteln für Anfänger. Das musst du vorher wissen. Da bin ich ja unter anderem in meinen Wachtel für Anfänger-Videos auch auf die Besatzdichte eingegangen. Und ich stehe ja von Anfang an zu 5 Tieren pro Quadratmeter als Maximalbesatz. Ein schon dutzendfach erwähntes Gutachten zur artgerechten Wachtelhaltung geht sogar von 6 Tieren pro Quadratmeter aus. Ja, auf alle Fälle bekam ich zu meinem Video einen Kommentar mit folgendem Wortlaut. Es ist so, dass pro Wachtel ein Quadratmeter, sonst ist das zu wenig Platz. Ich besitze seit 17 Jahren Wachteln und weiß es, glaube ich, besser als du. Ich habe nicht drauf reagiert, bisher nicht. Ich wollte tatsächlich drunter schreiben, niemand mag Klugscheißer. Aber es ist interessant, was man dann so für Kommentare hin und wieder bekommt und wo auch tatsächlich dann gleich so dieses Argument kommt, ich weiß es besser als du. So ist es. Claudia B. ist dabei. Guten Abend. Birgit Kolinski. Schönen guten Abend. Klaus. Ich habe zu viele Kanäle abonniert. Risotti, diverse Selbstversorger plus Hühnerbeene und noch ein paar Bonsai-Kanäle. Zum Glück gibt es nur einen klugscheißer Wachtel-Kanal, den man immer gucken muss. Genau. Den man immer gucken muss.
Mein Lieblingswort an deinem ganzen Text ist muss. Genau. Jetzt wisst ihr es auch endlich. Eine Wachtel pro Quadratmeter. Na, sonst ist das zu wenig Platz. Ich glaube, da kommt ja nicht mal Schnulli hin. So, Kaugummi weg, aber ich esse jetzt mal ein Stück Schokolade, ein bisschen Nervennahrung. War eine anstrengende Woche. Bin ja nun quasi 6 Tage die Woche mit dem Laden gebunden. Es ist unglaublich, wie viel man organisieren muss. Termine vereinbaren, mit potenziellen Lieferanten sprechen, mit, also nicht nur telefonieren, sondern auch hinfahren, Ware organisieren, dann ja, schlussendlich natürlich den Laden betreiben. Also die Woche war tatsächlich wieder mal dezent anstrengend. Dazu kam 70. Geburtstag von der Schwiegermama am Montag. Das heißt, da war dann schon die Vorladung zum Kaffeetrinken da und zum Abendessen. Und am Samstag, am Freitagabend dann die große Sause. Große Party in der Dorfkneipe mit 60 Gästen. Ja, das fing genau an, als mein Laden zumachte. Das heißt, ich bin quasi morgens um 8 war ich beim Kartoffelbauern, habe 150 Kilo Kartoffeln geholt, war dann bis 18 Uhr im Laden und von dort aus direkt zur Party. Bin da, glaube ich, 0 Uhr mit den Kindern dann weg. Die Kleine hat schön durchgehalten. Ja, und am nächsten Morgen war ich der Erste, der wieder aufstehen musste, weil Samstag ja auch wieder Ladenzeit. Ah ja, so, Lost Ping fragt, eine Wachtel? Genau, so war es der Kommentar. Wie ich sagte, und Janina fasst das ja auch gerade schön zusammen, je größer die Fläche, desto größer die Besatzdichte. Genau, bei 2 Quadratmetern maximal 6 Wachteln. Genau, da bin ich auch so bei 5 bis 6. Bei 10 Quadratmetern 30 bis 50. Wobei das mit den 30, also je weniger du hältst, umso weniger Reinigungsaufwand hast du schlussendlich. Aber mehr als 50 sollten es auf den 10 Quadratmetern nicht sein. So, Angelika Mann ist dabei. Guten Abend. Maria fragt, läuft der Laden? Ja, er ist quasi in den Anfängen. Die erste Woche, das war vom 19. März, die Woche, die war für eine erste Woche und dafür, dass halt die Ware so Stück für Stück kam, ganz okay. Die Woche vor Ostern war super, wobei ich tatsächlich gedacht hätte, dass so am grünen Donnerstag und am Samstag, also zwischen Karfrei, also der Kar-Samstag ist das ja dann, dass da deutlich mehr los ist, aber da hingen die Leute alle in den Supermärkten fest. Die Woche nach Ostern war dann echt schwierig. Da hast du wirklich gemerkt, die Leute sind satt. Und ja, jetzt war die Woche, das war quasi die zweite Woche nach Ostern, schon wieder ein ganzes Stück besser, muss ich sagen. Ja, ich denke, nächste Woche machen wir mal wieder geschlossene Runde, also Mitgliederrunde. Und dann kann ich da vielleicht auch mal so was zu den Zahlen sagen. Da Maria ja selber einen Hofladen hat, kann man da vielleicht dann so mal in Austausch gehen. Jetzt hier offen will ich mal über die Zahlen nicht reden. So, Klaus, 20 Jahre Arbeitserfahrung ist keine Qualifikation. Man kann es auch 20 Jahre schlecht machen, sagte eine Kollegin über einen Mitarbeiter. Das ist natürlich...
Das ist eine sehr direkte und ehrliche Aussage, muss ich sagen. Also, ja, wenn man dann noch das Rückgrat hat und das jemandem dann auch so sagen kann, ist das, ja, dafür schon einen Hut ab. Ja, Nina, 10 bis 12 Quadratmeter sind gerade unbesetzt. Okay, na, da passt ja noch einiges. Leo, guten Abend. Meine Wachtel, die fliegt immer, wenn ich in den Käfig komme. Ist das normal? Leo, die Frage kannst du dir ja eigentlich selber beantworten. Wenn das keine andere Wachtel macht, ist es wahrscheinlich nicht normal. Das wird so eine Stresswachtel sein, die tatsächlich dann permanent in den Fluchtmodus geht. So, Klaus, oh ja, die kacken wie wild. Ich fürchte, ich muss meine zwei kleinen Beete überdüngen. Wohin mit dem Scheiß? Eieiei. Kompost, Klaus? In den Kompost mit reinschichten? Tora ist dabei. Hallo, Tora. Und Sven ist auch dabei. Los Ping, danke für deine ganzen Videos. Bitteschön. Dead Cats, kann man eine Wachtel einzeln halten und großziehen wie ein Hund? Nee. Wachteln sind Herdentiere. Die brauchen eigentlich eine Gruppe. Und mit der Intelligenz ist es bei Wachteln auch nicht weit her, sagt Lust Ping auch gerade. Also, Forscher machen ja Intelligenz an der Größe des Gehirns fest und da haben Wachteln leider ganz schlechte Karten. Die sind sehr viel instinktgesteuert. Also großziehen wie ein Hund, auf keinen Fall. So, Maria, also bei uns läuft zurzeit gar nicht, okay? Also, wie gesagt, nach Ostern war echt ein heftiger Einbruch die Woche. Da muss ich sagen, wenn das so weitergehen würde, könntest du den Laden in einem Monat zumachen. Aber jetzt hat es halt wieder Fahrt aufgenommen. Man muss auch sehen, dass wir ja hier eine Kleinstadt sind mit 11.000 Einwohnern und ich hier auch nicht ganz unbekannt bin und seit Jahren doch verstehe, wie man Facebook beispielsweise gut für sich nutzen kann, auch für Werbung und auch die Kombination mit meinem Kunsthandwerk reißt da einiges raus. Also das bringt ja Interessenten von beiden Seiten. Und von daher bin ich ganz guter Dinge, da das Ganze ja jetzt gerade erst, naja, am 19. ist ein Monat rum, quasi, mit dem Hofladen. Ja, das könnte ich im nächsten Livestream tatsächlich. Wir machen das so. Also, dass ihr alle schon mal Bescheid wisst, der nächste Stream, da muss Klaus dann leider die Tagesschau gucken. Sei denn, er wechselt von Grau auf Grün. Also der Stream am 21. wäre dann mal ein Mitgliederstream. Ja, da könnte ich das auch mal etwas detaillierter Revue passieren lassen. Maria, können wir uns mal austauschen. Aber ich glaube, so insgesamt nach Ostern sind die Leute noch ganz schön satt. Also tatsächlich, meine Schwiegermutter, die hat ja aufgefahren, wie als wenn Weihnachten wäre. Wir haben ja 3 Tage nur gefuttert. So, Klaus, Leo, Angstwachteln, die besonders schreckhaft sind, musste ich in den Tiefkühler umziehen lassen. Ja, es kann häufig schief gehen. So, der Martin ist dabei. Guten Abend. Leo fragt, ob das ein Dauerproblem ist oder ob sie sich abregt. Das musst du beobachten, Leo. Das kann sich natürlich verfestigen, kann aber auch daran liegen, dass gerade so ein bisschen noch die Mauser laufen könnte, und die Tiere dadurch auch recht gestresst sind. Maria sagt, das wird so bleiben. Okay. Tim wünscht allen einen schönen guten Abend. Hallo, Tim. Maria hat eine Frage. Oh, Maria hat eine Frage. Na dann raus damit, Maria.
Jetzt bin ich mal gespannt. Alle warten. Gespannte Ruhe. Maria tippt. Hat sich bestimmt gerade kurz verschrieben und musste was löschen. Aber sie tippt tapfer weiter. Lost Ping, wie sollte ich jetzt nochmal am besten mit den Angstwachteln umgehen? Also, ich habe ja auch manchmal solche Tiere. Ich ignoriere die. Also, ich gehe denen nicht unbedingt jetzt so auf den Kranz und gehe nicht unbedingt auf die zu. Die haben halt die Möglichkeit, im Stall mir aus dem Weg zu gehen. Und ich treibe die dann auch nicht bewusst irgendwo in eine Ecke. Klaus rät hier zur Radikalmethode, schlachte die Angstwachteln. So, der Gute, meine Mauser noch nicht. Also meine haben tatsächlich auch nicht gemausert. Ina, am 21. Da sollte bei mir Schlupf sein. Nasser, alles super. Da sind wir ja dann live dabei. Anja schreibt, unsere Mausern auch nicht. Maria, meine Jungmannschaft, eine Woche alt, saut so unsäglich rum mit dem Futter. Was habt ihr für Futterspender bei den Küken? Also ich habe tatsächlich kleine, so eine kleinen 1 Kilo Futterspender. Ja, klar, sauen die rum, aber... Also jetzt einen speziellen Futterspender habe ich nicht. Das ist, da habe ich mich halt mit abgefunden, dass die so Ferkel sind quasi. So, Angelika, meine Kükenmausern. Ja, die Kükenmauser, das ist normal. Sebastian schreibt, meine haben auch noch nicht gemausert. Tja. Woran liegt's nun? Fürs Wintergefieder ist es eigentlich zu warm. Die Frage ist, haben eure Wachteln im Herbst kräftig gemausert und haben die tatsächlich das reine Wintergefieder angelegt oder haben sie im Herbst schon nicht richtig gemausert, weil es einfach dann auch nicht so kalt wurde. Also so langsam zweifle ich an der Theorie, dass es ausschließlich mit dem Licht zu tun hat. Also bei meinen Hähnchen konnte ich es ja tatsächlich steuern. Da war ja wie so eine Schockmauser innerhalb von 3 Tagen. Aber bei meinen Hennen beobachte ich gar nichts, überhaupt nichts. Lost Ping, das Problem bei mir ist, ich halte meine in einer Voliere auf der Wiese und muss sie daher abends immer einfangen und in den Stall packen. Eieieiei. Naja, dann hast du mit so einer. Dann kann sich das Problem natürlich noch verschärfen. Mit Angstwachteln, weil dadurch, dass du die jeden Abend einfängst und stresst, da haben die natürlich keinen Bock drauf. Leo, bei meinen Wachteln ist die Mauser schon ewig und geht nicht vorbei, bin schon ungeduldig. Beleuchtest du Leo? So, Maria, ich habe diese Taubennäpfe und da hocken die immer rein und buddeln alles raus. Nee, also bei mir kriegen die Küken tatsächlich am ersten Tag kriegen sie das Futter hingestreut, auch mit Blaumohn, damit die den Pickreflex ausprägen. Und danach gibt es das Futter direkt in einem Futterautomaten. Der ist halt wie die normalen Futterautomaten, die wir kennen, aber in klein. Ja, da rennen sie auch mal in dem Rand rum und kacken da mal drauf, aber so im Großen und Ganzen, jetzt so einen speziellen Futternapf habe ich nicht. Uwe, bei den Küken
ist nicht das Rumsauen mit dem Futter das Problem, das Rumsauen, sondern das Rumsauen auf der Einstreu. 20 Gramm Futter, aber mindestens 40 Gramm Pups. Ja, genau, das ist ein bisschen nervig. Der Gude hat auch eine Frage. Maria, meine Hennen sind mit der Mauser durch und legen wieder voll. Andrea schreibt, Maria, bei uns im Baumarkt haben sie recht günstige Kükenfutterautomaten. Soll ich dir was schicken? Der Gude, hab mir eine gebrauchte Wärmeplatte gekauft, habe ein Thermometer drunter gelegt, aber die 37 bis 38 Grad bekomme ich nicht. Ist das Ding im Eimer? Nee, ist es nicht. Die Wärmeplatten, das sind tatsächlich Kontaktplatten. Deswegen soll man die auch nicht zu hoch stellen. Eher ein bisschen schräg, also eine Seite recht niedrig bei frisch geschlüpften Küken, die andere Seite etwas höher und die suchen sich dann schon die passende Stelle. Und bei den Wärmeplatten geht es gar nicht um eine Strahlungswärme, da wirst du schlechte Karten haben, sondern die Küken gehen drunter und drücken sich dann hoch und drücken den Rücken an die Platte. Und das reicht denen aus. Also mit einem Thermometer drunter wirst du definitiv schlechte Karten haben. Es sind halt die Kontaktwärmeplatten. So, Leo beleuchtet nicht, okay. Dass dann die Mauser noch nicht durch ist. Maria, ich habe alle Arten Futterspender hier, aber es wird nicht besser. Michael Wunder, ich bin zwar ganz neu und höre nur zu. Es ist besser, wie nur Mist fragen. Nö, wird ja kein Mist gefragt hier. Also die Mistfragen wären dann, das hatten wir ganz lange. Hallo, wie viele Wachteln hast du? Dann war lange Zeit das Thema, dass ich angeblich auf Gitter halte. Und ja, das waren dann nervige Fragen. Aber Mistfragen ist nicht. So, Thomas Wollschläger ist dabei. Guten Abend. So, Maria schreibt auch, das sind Kontaktplatten, da kannst du nichts messen. Klaus, ach, Michael Wunder, frag einfach, wir sind mistresistent. Ja, Klaus überdüngt ja sogar seine Beete. Mit dem Mist. So, Maria schreibt speziell die Sparkley-Brut. Saut so rum. Die sind vielleicht hyperaktiv. Genetisch dispositioniert. So, der Gute. Hab nämlich doch eine Brutmaschine gekauft. Halt gebraucht. Helo 24, so ein Billigteil. Bin gespannt. Werd als nächstes mal Zeladon ausbrüten. Na, dann teste die aber vorher mal auf Herz und Nieren und lass die mal 2, 3 Tage durchlaufen. Nicht, dass du dann im Betrieb feststellst, du kriegst die Luftfeuchtigkeit nicht reguliert, du kriegst die Temperatur nicht richtig hin. Also, da wäre ich, wenn du selber schon sagst, so ein Billigteil. Und gebraucht würde ich tatsächlich ein paar Tage im Probelauf machen. Alexander Herz hat auch eine Frage. Na dann los. Los, Ping. Hallo, nochmal zum Thema Einfangen. Hättest du einen Tipp, wie ich die Wachtel nicht zu stresse? Ja, nicht einfangen. Also, du musst dir das ja vorstellen. Eine Wachtel ist ungefähr 15 cm hoch. Jetzt kommst du in die Voliere rein und kommst auf diese Wachtel zu. So, und versuchst sie einzufangen. Von oben. Das ist so wie Gulliver in Lilliput. Das ist für die Wachtel wahrscheinlich auch kein schöner Anblick. Also ich denke mal, Wachteln finden uns Menschen nicht unbedingt schön. Und ja, also das Einfangen ist schon
ein großer Stressfaktor. Deswegen führt das auch oft dazu, dass die Legeleistung dann nicht wirklich zufriedenstellend ist durch den Stress. Maria, aber sowas von und wieder ein Schreihals dabei. Tja, was lobe ich mir gerade, dass ich nicht brüte? Also ich habe entschieden, dass ich in diesem Jahr nicht brüten werde. Muss mich jetzt tatsächlich auf den Laden konzentrieren. Und da fehlt im Moment einfach die Zeit für eine Brutplanung. Und da bin ich ganz froh, dass ich dann hier nicht so einen Schreihals habe, der hier 3, 4, 5 Tage im Wohnzimmer rumschreit und rumbrüllt. Nee, nee, nee. Da werde ich mich bei der nächsten, wenn ich das nächste Mal brüte, werde ich mich dann tatsächlich wieder wundern, wie nervig das sein kann. Alexander, Herz erwachte, in Eierstock fehlt, raus oder stark entzündet. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Michael, Zeladon wachte und Montezuma wachte, kann man die zwei Arten zusammenhalten? Würde ich nicht tun. Da wirst du zwar keinen großen Unterschied haben, aber die Zeladon-Wachteln sind ja japanische Legewachteln. Die haben ganz andere Ansprüche als die Montezuma-Wachteln. Maria schreibt noch dazu, Montezuma sind monogam. Das bedeutet, dass du die nur als Paar hältst. Alexander, ich verstehe gerade dein Anliegen nicht. Du hast auch eine Frage. Und dann schreibst du, Wachteln, Eierstock fehlt, raus oder stark entzündet. Und präzisierst das jetzt mit im Extremfall einen nach außen gestülpten, entzündeten und verkoteten Legedarm. Also, Legedarmvorfall kennt fast jeder Wachtelhalter. Wenn du den rechtzeitig bemerkst, kannst du tatsächlich versuchen, dem Tier zu helfen, indem du den ausgestülpten Legedarm mit lauwarmem Wasser abspülst, vorsichtig sauber machst. Das ist für die Wachtel mit Schmerzen verbunden. Und dann kannst du tatsächlich versuchen, den Legedarm vorsichtig wieder in die Kloake zu schieben. Und danach nochmal mit kaltem Wasser abtupfen, in der Hoffnung, dass es dann so bleibt. Es kann sein, dass es funktioniert. Häufig funktioniert es nicht. So, Klaus macht es anders. Er treibt sie in Richtung Schutzhaus und versucht sie von allein und versucht, dass sie allein ins Schutzhaus gehen. Er stellt einfach Abtrenner in den Auslauf und lotst sie in die Richtung. Okay. Tim, meine Mauser nicht wirklich. Hier und da mal ein, zwei Federn, nichts Wildes. Hatten aber bei Jana von ihr abgekauft, wohl sehr stark gemausert. Legeleistung 2 Eier alle 2 Tage. Beleuchte rund 2 Wochen nicht mehr. Okay. Erwin Geigenberger, hallo allerseits. Eine meiner Zeladon-Mädels versucht sich gerade an einer Naturbrut. Tag 5, bin gespannt. Okay. Erwin Geigenberger, bist du mit der, was war's, Stefanie verwandt? Ja, irgendwie Schnulli ist gerade nicht da. Biggie fehlt. Wer fehlt denn noch? Naja, Schnulli kommt dann nachher wieder, wenn es dunkel wird, so kurz vor Ende. Und dann jammert sie wieder ihr Lied, sie hat doch keine Zeit.
wenn die nicht so viele WhatsApp-Statusse verfassen würde und teilen würde, hätte sie, glaube ich, viel mehr Zeit abends. So, das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Maria ist da, ja. Angelika sagt, sie hat diesmal Glück, kein Schreihals dabei. Das habe ich mitunter auch schon gedacht nach einer Brut. Und so nach 2 Tagen hat sich dann so ein Schreihals zu erkennen gegeben. Ist dann auch nicht so schön. Da freust du dich schon und dann legt nachher doch einer los. Okay, Andrea hatte gerade Werbung. Ihr seht, bin hier am Nervennahrung futtern. Eigentlich wollte ich es morgen mal etwas ruhiger angehen, weil das meiste an Ware habe ich nun Ende der Woche schon rangeholt. Aber sind doch noch einige Dinge zu erledigen. Mal gucken, ob ich alles schaffe. Ist natürlich, es gibt so Dinge, die kannst du mit so einem Laden nicht beeinflussen. Jetzt ist bei uns Schlechtwetter angesagt die ganze Woche. Bei Schlechtwetter gehen die Leute nicht in die Stadt. Heißt, der Laden bleibt leer. Bin ich echt mal gespannt, wie das dann wird. Erfahrungsgemäß laut den anderen Händlern ist es so, dass dann quasi tote Hose ist. Auf der anderen Seite habe ich doch innerhalb dieser kurzen Zeit einiges an Stammkunden gewinnen können. Also wirklich Kunden, die ein bis zweimal die Woche da sind. Und das freut mich natürlich unheimlich. Und die Feedbacks, die ich von sämtlichen Kunden kriege, sind tatsächlich so, dass wirklich jeder von sich aus sagt, wir kommen wieder. Ja, ich komme jetzt einkaufen. Und heute hat meine Frau dann gefragt, ach Mensch, das Sortiment reicht das, um davon überleben zu können. Das ist natürlich schwierig. Da müssen wir gucken. So. Maria hat heute wieder die Dauerwerbung. Okay, also für Maria blenden wir dann oben ein Dauerwerbesendung. Oh, Werbung von KFC. Na, das ist doch geil. Maria, du weißt schon, dass das mit deinem Suchverhalten im Internet zusammenhängt, was du für Werbung ausgespielt kriegst, ja? Ich frage mich jetzt gerade, nach was du suchst im Netz. Janina, Schnulli muss jeden Kotkrümel entfernen. Da hat die viel zu tun. Nee, Schnulli streichelt jedes Huhn einzeln in den Schlaf. So, Erwin schreibt. Ich bin Stefanie, kann seit 3 Wochen mit dem Handy im Chat nicht mehr schreiben. Bin jetzt am PC unter anderem Account. Okay. Martino ist dabei. Guten Abend. Klaus schreibt, OMG, Stefanie hat den Account ihres Vaters gehackt. So in etwa, ja. So, ich will euch mal was zeigen. Da war ich ganz froh drüber, dass es im Laden etwas ruhiger war. Ich habe ja noch einen tollen Auftrag gehabt für einen Lichterbogen, 60 cm breit. Und den habe ich dann tatsächlich fertig bekommen. Am Freitag hatte ich mir vorgenommen, der sollte in der Woche dann fertig werden. Unheimlich viel Arbeit mit der Brandmalerei. Und dann sind das auch noch mehrere Motivlagen, die ich da verbaut habe und Vorder- und Rückseite immer gleich gestaltet. Ja, was soll ich sagen? Schönes Teil, mein Meisterwerk bisher. Verkauft für sage und schreibe 350 Euro. Das ist das Teil, eine bei uns sehr bekannte Burgruine.
Wie gesagt, der Bogen 60 cm breit mit zwei Beleuchtungseinheiten. So sieht er mit der ersten Beleuchtungseinheit aus. Da ist nur der Bogen ringsrum beleuchtet auf der Vorderseite. Und mit der zweiten Beleuchtungseinheit ist dann die Burg selber nochmal zusätzlich beleuchtet. Ja, hat für riesengroße Freude bei den Auftraggebern gesorgt. Die kamen echt am Samstag früh. Und die Frau des Auftraggebers, die grinste übers ganze Gesicht und sagte, so sieht man aus, wenn man sich unheimlich freut. Die hatten den Bogen dann schon im Schaufenster gesehen. Da hatte ich den wenigstens für einen Tag stehen. Ja, und die haben bei Facebook gepostet wie die Weltmeister und waren völlig begeistert und haben selber noch mal Fotos gepostet. Also ja, es gab dann gleich noch einen kleinen Folgeauftrag für einen Mini-Bogen. Und ja, da muss ich nun sehen, dass ich für die Zeiträume, wo quasi in dem Laden weniger Kundenfrequenz ist, dass ich die Zeit dann sinnvoll nutze und diese Kunsthandwerksthemen so gut umgesetzt kriege, dass damit halt auch das Einkommen generiert wird. Das Schöne ist, da ist meine Marge deutlich höher, weil es ist ja meine Arbeitszeit. Und wegen dem Laden muss ich ja sowieso also wegen dem Hofladen muss ich ja sowieso im Laden sein. Ja, und das ist dann so das Thema. Du kannst halt in dem Laden stehen, 8 Stunden Däumchen drehen und warten, dass Kunden kommen, und am Tagesende guckst du geknickt, weil nur 4 Kunden da waren. Oder du nutzt halt dann die anderen 7,5 Stunden und machst was anderes, bist aber trotzdem präsent. Also ich habe das relativ häufig dann jetzt gehabt, dass ich an meinem Arbeitsbereich war, kommst quasi in den Laden rein. Auf der rechten Seite ist mein Arbeitsbereich, auf der linken Seite ist der Hofladen. Und die Leute kamen rein und haben mich da halt arbeiten sehen. Und ich habe dann natürlich das Arbeiten nochmal sofort eingestellt und habe sie dann freundlich begrüßt und beraten. Und ich glaube, so kann das in der Kombination ganz gut funktionieren. So. Der Gute schreibt, Maria, nimm das böse Wort nicht in den Mund, sonst wird man wieder zugetackert mit Werbung. Ja. Andrea, ich habe mir jetzt auch eine Schoki geholt. Da bekommt man richtig Appetit, wenn du Schoki isst. So ist das. Ah, okay. Leo, ich muss meine Wachteln auch jeden Tag abends reintragen. Wie kann man das Problem lösen? Die Lösung wäre halt ein Dauerstall, ein dauerhafter Stall, ohne dass du die Wachteln reintragen musst. So, Angelikas Küken sind 3 Wochen alt. Okay. Pepsi. Ich habe auch 5 Wachteln und wir verschenken manchmal alle, und wir haben auch nur gutes Feedback bekommen. Viele lieben die Zeladoneier und wir nutzen die auch als Deko. Also ich nehme an, ihr verschenkt die Eier und nicht die Wachteln. So, Andrea schreibt, André, der Bogen ist ein Traum. Dankeschön. Ina, Falkenstein oder so? Nee, das ist nicht Burg Falkenstein, das ist Burgruine Arnstein. Eine sehr gut erhaltene Ruine bei uns hier in der Region. Es gab aber tatsächlich, nachdem ich das Fertige dann gepostet habe, vom Bürgermeister der Stadt Falkenstein quasi über Facebook den Kommentar, ob ich das auch von der Burg Falkenstein hinkriege. Und ich habe geschrieben, ja, sicher. Wird aber dann eben kein Schnapper. So, Uwe schreibt auch tolle Arbeit. Tim, wirklich gut. Meine Bilder aus der Reha sehen aus wie aus der 4. Klasse.
Ah, ich muss euch irgendwann mal Bilder zeigen von den Teilnehmern meines Zeichenkurses. Ich bin ganz begeistert, was die hinkriegen. So, Maria, ist das jetzt gemalt oder aus Holz? Ich kann das nicht gut erkennen. Ich sag's mal so. Es ist aus Holz, also Sperrholz und mit Brandmalerei, also mit einem Brandmalkolben bearbeitet. Und ich habe tatsächlich bei diesem Motiv mitgekriegt, weil da musste ich wirklich flächig arbeiten, dass ich den Brandmalkolben mittlerweile halte wie so ein Bleistift und auch streckenweise so arbeite. So, Janina, André, hast einen guten Plan, die Zeit effektiv zu nutzen? Ja, so soll es tatsächlich sein. Das ist so der Hintergrund dazu. Und ich glaube, wie gesagt, es ist in einem Geschäft, du, das eine finanziert das andere quer. Im besten Fall, also meine Frau sagte, naja, aber so viel schaffst du ja dann auch nicht mit dem Kunsthandwerk, habe ich gesagt, also wenn 50 Kunden am Tag kommen, habe ich gesagt, dann wäre das ja schon super, weil dann ist ja alles bezahlt, dann bist du ja quasi aus dem Schneider. Also ich sag mal so, der Kipppunkt wurde tatsächlich bei den durchschnittlichen Warenkörben, die ich im Moment habe, sagen kannst, du musst dir keine Sorgen machen. Der liegt so bei 30 Kunden pro Tag. Die durchschnittlichen Warenkörbe schwanken auch mal von Tag zu Tag. Aber so bei dem untersten Durchschnitt 30 Kunden habe ich allerdings auch noch an keinem Tag gehabt. Ich habe Tage gehabt mit 15 Kunden, mit 20 Kunden, aber es sagen halt auch alle, wir wussten es ja nicht und das muss ich ja erstmal rumsprechen. Und da denke ich, daran fehlt es halt noch. Klaus fragt, was ist mit den Schafen und wann heißt ein Lamm endlich schon das Schaf. Na, ich erzähle gleich was zu den Schafen. Ich gucke jetzt hier mal noch durch. Uwe schreibt, oder eine Röhre zwischen Innen- und Außengehege, da gehen die durch. Das macht ja Janina genauso. So, Nadine schreibt, wow, klasse. Dankeschön. Pepsi, ja, die Eier und nicht die Wachteln. Genau, ach, guck, da ist Schnulli. So, Andrea hat letzt was Moncherie gegessen. Schachtel war leer und ich hatte einen sitzen. Sehr schön. Alexander Luttner, hallo, was kann ich bei einem zu aggressiven Hahn machen, der auch oft Hennen tritt und ihnen nachrennt? Tja, im Zweifel austauschen. Den Hahn weg und einen neuen. Thomas T., gibt es hier Leute, die sich an Strauß-Wachtel-Kunstbrot erfolgreich versucht haben? Also ich nicht tatsächlich. So, Pepsi, ein Mini-Bogen von der Burg Hoheneck wäre toll. Da habe ich meine Kindheit verbracht. Ja. Ich sag mal so, mittlerweile gibt es auch das ein oder andere überregionale Motiv, aber dann tatsächlich nur auf Bestellung. Ich nutze das dann natürlich als Referenz, aber ich habe jetzt beispielsweise auch eine Bestellung für die Rudelsburg. Die ist ein Stück von uns hier weg, habe ich aber auch ein schönes Motiv gefunden. Der Gerd ist dabei. Hallo, lieber Gerd. Ja, weil Uwe anfing wegen Schafen. Meine Schwiegermama hatte am Montag Geburtstag. Wir hatten ja am Sonntag den letzten Stream. Meine Schwiegermama hatte ihren 70. Geburtstag am Montag. Und meine Schwiegermama heißt Adelheid. Das so kurz zur Vorgeschichte. Ich bin morgens, am Montagmorgen raus, um mich um die Tiere zu kümmern. Das heißt Hund und Katzen und Wachteln und natürlich auch die Schafe. Die kriegen immer ein gut zwei Hände voll Heu noch, obwohl sie gerade einen schönen großen Auslauf haben. Auf alle Fälle kamen die Schafe, wo sie mich gesehen haben, auf mich zugelaufen Richtung Futterraufe. Und ich gucke so und denke, aha.
Die eine Aue sieht ganz schön dünn aus. Hab mich dann daran erinnert, dass ein Bekannter immer was erzählte von, die brauchen Raufutter, sonst blähen die so auf. Und gedacht, oh, hat er vielleicht doch recht gehabt, vielleicht hatte die irgendein Problem. Und 10 Sekunden später kam ein kleines Lämmchen angelaufen. Ich hätte das ja nie gedacht. Tatsächlich ein Lamm, so groß wie eine Katze, hinter der Mutter hinterher. Ich, zwei Böcke, man hat sofort erkannt, wer der Vater ist, weil der hat das Lamm abgeschottet gegen den anderen Bock, hat den wirklich dann immer weggeschoben. Und das Lamm quasi beschützt. Die Mutter macht das sehr gut, kümmert sich tatsächlich gut. Und das war quasi so ein kleines Überraschungslämmchen am 70. Geburtstag meiner Schwiegermama. Das heißt, das Lamm heißt jetzt Adelheid. Und sollte Adelheid ein Bock sein, heißt der Bock halt auch Adelheid. Ist mir in dem Moment egal. Wir fanden das so, also meine Frau, ich habe ihr Fotos geschickt, die war so überrascht, mindestens genauso wie ich. Und das Kleine, jetzt ist es ja ein paar Tage alt, also es macht unheimlich gut mit, wird von der Mutter gut geführt, kann jetzt auch tatsächlich zwischen den Böcken rumlaufen und auch mit der anderen Aue zusammen. Da passiert gar nichts. Das war Überraschung Nummer 1. Überraschung Nummer 2 heute. Meine Frau und ich, wir wollten zum Nachmittag eine Runde durch die Stadt machen und gehen aus dem Haus raus und schauen neben unserem Haus so in eine Schluppe rein. Da waren jetzt Arbeitende, hat der Bauhof einen Flutgraben ausgebaggert, haben jetzt was verrohrt und wir gucken hinter. Ich denke auf einmal so, was ist denn das Schwarze da hinten? Hä, das ist doch ein Schaf. Und sagt zu meiner Frau, das ist doch eins von unseren Schafen. Warum ist das da draußen? Und tatsächlich, das war die junge Aue, die wir hatten, also die ohne Baby, die kleinste. Und ich gehe drauf zu und war vielleicht noch 30 Meter von der weg und die lief dann schon nach hinten weg. Und ich denke, das kann doch, das ist doch rotzfrech. Und dann lief die außen an dem Zaun lang und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich gehe jetzt drin lang, ich gucke, ob die anderen da sind. Und ich gehe innen auf unserem Grundstück lang und komme am Schafauslauf an und alle 4 Schafe sind da. Ich, meine Frau, alle 5 mit dem Lämmchen. Und ich meine Frau dann angerufen, die hat sich nochmal Stiefel angezogen und wollte dann außen lang und nochmal gucken wegen der Lücke. Und die fragt, was ist? Ich sage, sind alle Schafe hier? Die ist wieder reingemacht. Also wir haben dann tatsächlich 2 kleine Lücken unterm Zaun gefunden, wo Fell drin hing. Und tatsächlich, ja, wird dieses kleine Tierchen sich da unten drunter durchgedrückt haben. Also da steht ein Maschendrahtzaun. Das haben wir dann jetzt gesichert. Aber war halt auch eine Überraschung, dass eins von unseren Schafen dann draußen rumlief. So, Klaus, Gerd, ich sag meinem Wachtel mal Bescheid, dass du sie grüßt. Ich fürchte, denen ist es egal. Pepsi, schön, dann schaue ich gerne mal später in dem Shop durch. Ich kannte sie nur durch die YouTube-Videos über Wachteln. Klaus, ja, yeah, schon die Katze, genau. Ah, genau, Klaus. Zur großen Party von der Schwiegermutter am Freitag war es dann tatsächlich so, nach dem gemeinsamen Abendessen hat der DJ dann angefangen, Musik zu machen und es gab dann natürlich ein Special-Song, den er spielt und das war genau der. Adelheid, Adelheid, schenkt mir einen Gartenzwerg. Da geht meine Schwiegermama immer voll drauf ab. Die läuft dann so über die Tanzfläche und freut sich und der ganze Saal hat gestanden und alle haben geklatscht im Takt und ja. Janina, Heidi, der Bock, lustig. Genau, Martino, dann lieber Adolf. Nein, Adelheid heißt das Tierchen und wir gucken mal, ob es eine Aue wird oder nicht.
Pepsi schreibt, Adelheid ist so ein eleganter Name und so passend für ein Lammbaby. Genau, Maria, jetzt haben wir hier alle einen Ohrwurm. Klaus, ich habe da seit 20 Jahren ein Rezept ausgeschnitten. Milchlamm mit Mohrchen. Soll ich das hier abtippen? Das kannst du machen, aber wird es bei uns nicht geben. Also möglicherweise sollte einer der Böcke weg müssen, dann wird es einen Bock geben. Aber Lamm wird es bei uns nicht geben. Schnulli fängt natürlich an mit Marsh and Rawhatsaun in the morning. Genau. Niklas, braucht man viel Zeit für Wachteln? Das kommt darauf an, wie viel Zeit du mit dem verbringen willst und wie viel du haben willst. Also man kann das auch sehr effektiv machen. Ich sag mal so, jeden Tag Futter und Wasser kontrollieren, ausmisten, wenn es notwendig ist, aber Eier legen und fressen und trinken tun die allein. So, Nadine, oh, wie wundervoll, freut mich, dass ihr ein Lamm bekommen habt. Ja, ich habe sogar. Ich kann euch ein kleines Video zeigen. Ja. Da ist es. Neben der Mama. Die Mama frisst. Und das Kleine schnuppert schon überall rum und tut so, als wenn es auch frisst. Also es macht die Mama gut nach. Da müsste es zu dem Punkt, Zeitpunkt 2 oder 3 Tage alt sein. Und was natürlich immer niedlich ist bei den Lämmchen. Nee, Quatsch, da war der Bock gerade. Da ist die Mama. Was immer niedlich ist, wenn sie dann andocken zum Trinken, wie sie mit dem Schwänzchen wedeln. Der Bock, da ist der Vater. Ja, so rein zufällig gab es dann ein Überraschungslämmchen. So, Klaus, Niklas, Müll füttern, Eier einsammeln, das braucht nicht viel Zeit. Genau das Eier einsammeln habe ich vergessen. So, Janina, Schnulli, der Song geht mir seit, das André sagte, nicht mehr aus dem Kopf, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Wie gesagt, zu jeder Geburtstagsfeier von der Schwiegermama wird der Song gespielt. So, Uwe, Schnulli, das war doch Regine Zindler aus Auerbach im Vogtland, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, so war es ja. So, Klaus, damit die Mädchen es nicht schreien müssen. Oh, wie süß. Schnulli, die mit dem Knallerbsenstrauch, genau. So, Janina fragt, sind Quissant-Schafe, oder? Nee, sind es nicht, das sind Zoe-Schafe. Auch so klein wie Quissant-Schafe, also die Böcke liegen, glaube ich, so bei 30, maximal 35 Kilo. Und die Auen so bei 15 bis 20, höchstens 25, also mehr ist es nicht. Ich konnte die bequem tragen, als wir die eingefangen haben und wieder abgeladen haben hier bei uns. Und die sind halt ja auch wie Quessantschaf. Also wie hoch werden die jetzt sein? Die Böcke haben vielleicht eine Schulterhöhe von 50 bis 60 Zentimeter, die Auen ein bisschen weniger. Und das Kleine ist dann halt tatsächlich so wie so eine Katze. Schnulli fragt, kannst du das kleine Lamm streicheln und knuddeln? Da passt die Mutter zu sehr auf. Und das sind die Zoe-Schafe, sind ja Wildschafe. Und also ich denke mir auch, das Kleine schön streicheln und knuddeln. Aber ich habe festgestellt, dass die Böcke jetzt gerade ein bisschen arschig sind. Wenn ich über den Zaun steige und reingehe in den Auslauf, dann darf ich den Böcken nicht den Rücken zudrehen. Also zumindest dem Bock, der nicht der Vater ist, weil der gerade so etwas angriffslustig schaut. Und der verfolgt einen dann auch. In dem Moment, wo du dich umdrehst, bleibt er erstmal stehen und dann läuft er weiter. Und da drehe ich dem natürlich nicht mehr den Rücken zu, weil
falls er dann wirklich mal angreift, will ich natürlich bereit sein, den dann eine vor den Kopf zu treten. So doof, wie das jetzt klingt, aber so klein wie die Böcke sind, das ist trotzdem wie ein mittlerer Vorschlaghammer, wenn die dir in die Knochen springen. Und dann lieber so, dass ich dann in dem Moment, wo er wirklich Anlauf nimmt, einen Fuß vornehmen kann und der vor dem Fuß hüpft. So, Ina hat Nachtschicht, verabschiedet sich schon. Liebe Ina, danke, dass du da warst und eine angenehme Woche für dich. Und dann natürlich nächste Woche zur Runde der Grünen, gern hier im Stream. Pepsi, habt ihr die Schafe für ihr Fell? Nee, haben wir nicht. Die haben wir nur als Rasenmäher. Die brauchen wir auch nicht scheren. Den grauen Bock vielleicht schon, weil der irgendeine Mischung ist. Da könnte Kamerun mit drin sein, aber die anderen sind relativ reinerbig, Sway-Schafe und die schubbeln sich ihr Fell selber an Bäumen und Sträuchern ab. So, Maria, unsere Schafe kamen gestern auch wieder auf die Weide. Hoffentlich wird es nächste Woche nicht mehr so kalt. Also bei uns soll es nächste Woche wieder kalt werden. Maximal 10 Grad. So, Fräulein Heidenröslein, guten Abend zusammen. Wenn ich richtig zugehört hatte während der Deutschlandtour, war hier jemand aus der Nähe von Landau. Ja, die Biggie, die heute leider nicht da ist, und Janina. Klaus, oh, lasst uns mal über Nachtfrost reden. Müssen die Kürbisse rein? Nö, Nachtfrost ist bei uns nicht angesagt. Kannst die Kürbisse ruhig draußen lassen. Ich guck noch mal in der Wetter-App, aber nee, Nachtfrost soll bei uns nicht sein. Bei Maria ist es angesagt. Okay. Aber die Kürbisse sind doch noch nicht. Hä, die hast du dann vorgezogen, oder? So, Pepsi, das sind ja die süßesten Rasenmäher der Welt. Richtig toll. Toi, 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 dass alle Tiere immer gesund bleiben. Ja, bisher war es so. Wir haben die ja jetzt seit September oder Oktober. Ich musste dann erst mal gucken, wie lange die Tragezeit bei Schafen ist. Also es ist nicht so, dass wir die Aue schon trächtig gekriegt haben. Das muss im November passiert sein. Die haben 150 Tage Tragezeit. Maria, ja, alles vorgezogen. Auch Kürbisse schon. Also ich habe das jahrelang gemacht mit Kürbisse vorziehen. Die besten Ergebnisse hatte ich tatsächlich dann immer mit Direktsaat. Also bei uns ist hier nichts mit Nachtfrost. Ihr wohnt ja auch alle am Arsch der Welt. Wir sind schön in der Mitte. Oh, tatsächlich. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Naja, ich habe ja zum Glück noch keine Kürbisse vorgezogen. Ich warte ja also insgeheim, dass die paar, die ich habe liegen lassen auf dem Feld, von selber ausfallen. Und dann gucke ich, sobald die ersten Blätter gucken, werden die umgesetzt, so wie ich sie brauche. Und dann geht das wieder seinen Gang. Und dann habe ich zumindest schon mal Kürbisse für den Laden dann später. Klaus, die Kürbisse sind noch in den Quickpots, aber halt auf der Terrasse, okay? Maria muss vorziehen, weil Schnecken und Mäuse sonst alles wegfressen. Uwe muss meinen Feigenbaum einpacken und den Aprikosenbaum zumindest Pappkarton drüber stellen, soll nochmal Frost geben. Na, da bin ich mal gespannt. Also meine Apfelbäume stehen in voller Blüte. Die Pfirsiche sind gerade kurz davor. Und das ist uns viele, viele Jahre passiert, dass die Pfirsiche immer schön blühten und dann kam der Frost und die Pfirsiche waren hinüber und wir haben keine Pfirsichernte gehabt. Was dann natürlich immer ärgerlich war. Mal gucken.
Das ist halt das Problem, wenn du es so früh im Jahr schon so warm hast. Also es ist unglaublich, wie hier alles explodiert ist. Du kannst dem Gras jetzt echt beim Wachsen zugucken. Wahnsinn. Also wir haben ja hier die Brachfläche neben uns. Da die Schafe auch auf ihren gefühlten 600, 700 Quadratmetern diese haben, jetzt fangen sie ja an, Rosinen zu picken, die Mistböcke, ja. In ihrem Winterquartier haben sie Brennnesseln gefressen ohne Ende. 1,50 Meter hohe Brennnesseln haben sie mit Stumpf und Stiel bis zum Boden hin abgefressen. Jetzt, wo sie quasi ihre Weide haben, dann lassen sie die Brennnesseln stehen. Meine Frau guckte schon und sagt: Guck, die Brennnesseln, das steht alles. Ich sage: Ja, ich habe auch den Verdacht, die wären wieder 1,50 Meter hoch, die Brennnesseln. Ich muss das mal ausprobieren, ich muss die mal abschneiden. Ich vermute ja, dass die Schafe die fressen, wenn du sie abschneidest. Aber komischerweise hier in ihrem Winterquartier haben sie die Brennnesseln komplett gefressen. Worauf sie unheimlich gut abgehen, ist die Goldrute. Also die hat dann keine Chance mehr, weil. Die gehen so unheimlich gut an. So, und da sie ja jetzt hier Walessen suchen, gehe ich morgens mit der Schweizer Gerte hier kurz neben das Haus an die Grünfläche, die wir quasi haben. Und innerhalb von 5 Minuten habe ich 5, 6 Kilo frisches Gras und verschiedene Wildkräuter geschnitten und im Sack. Und das kriegen die Schafe dann nochmal zusätzlich. Also das ist echt unglaublich, wie gerade alles wächst. Die Kastanien stehen kurz vor der Blüte, habe ich heute gesehen. Das ist schon nicht gut, wenn da noch mal Frost kommt. So, Janina kann auch sofort helfen mit. Tierärzten. So, Maria, ja, André, sie fressen sie, wenn sie angetrocknet sind. Ah, okay, also tatsächlich abmachen und vielleicht in die Futterraufe packen. Da trocknen die ja von alleine an und dann können sie die wegfuttern. Uwe, die Feige ist gerade frisch gepflanzt und der Aprikosenbaum ist nur 75 cm groß. Da kann ich noch einpacken bei der Größe. Süßkirschen haben geblutet und die schneiden nun ab. Okay, schneiden nun ab. Ach so, haben geblüht und schneiden nun ab. Okay, Pepsi, ich komme aus Bayern-Nürnberg. Hier gibt es viele gute Vogeltierärzte, die auch Nutztiere machen oder Bauerntierärzte, die Wachteln impfen können. Haben wir sicherheitshalber sofort gemacht. Okay, mit was haben die Wachteln geimpft? So, Maria nimmt ihre Laufenten zur Schneckenbekämpfung. Angelika, Wachteln impfen habe ich noch nie gehört. Also gehört habe ich das schon, dass da viele Fragen zukommen, aber die Antwort, die dann immer gegeben wird, ist, dass es keine Impfstoffe gibt. Klaus, Wachteln haben keinen Impfzwang. Genau, die Impfpflicht, Impfzwang gibt es tatsächlich nicht. Gerd schreibt, Sense und anwelken lassen. Okay. Ja, dann lasse ich die lieber noch ein bisschen wachsen. Dann sehen sie noch, dann können die von mir aus 1,50 Meter hoch werden und dann lege ich die dann um und dann können die sich darum kümmern, die Schäfchen. So, Janina hat die Nummer für die Wachtelgruppe Saarpfalz sofort griffbereit.
So, Maria schreibt, Hühnerimpfstoff kann für Wachteln tödlich sein, sagt Dr. Behne. Okay. Pepsi schreibt, das war für Antiwürmer einmal etwas, was wir ins Futter getropft haben und die Impfung, also Spritze, war mit Vitaminen. Und etwas, das ich vergessen habe, bei uns gibt es viele Wildtiere. Okay. Mit der Spritze, Wachteln mit der Spritze geimpft, das ist ja krass. So, Gerd, ja, die Wachteln nehmen sie auch gern. Genau, die Wachteln haben heute auch Brennnesseln bekommen. Die kriegen die aber dann mit. Also da gucken wir, die ziehen wir mit Wurzel. Da haben sie noch ein bisschen was zu buddeln und zu scharren an der Erde. Da haben sie dann auch ihren Spaß dran. So, Andrea, wie weit bist du mit deiner Schoki? Ich esse jetzt auch noch ein Stück Nougat Crunch. Ja. Cruncht ein bisschen. So, ganz schön ruhig jetzt hier bei euch. So, Pepsi, nur als Vorbeugung. Okay. Maria, unsere Puten fressen Brennnesseln sehr gern. Ja, bei uns gibt es jetzt gerade Wiesenlabkraut. Das mögen die Wachteln auch sehr und die Schafe auch. Die Wachteln verschmähen meinen Giersch. Da habe ich schöne Flächen, da kannst du rangehen mit der Hand, zack, 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 zack. Da hast du einen Eimer mit ein paar Kilo innerhalb von 2, 3 Minuten voll. Die Wachteln wollen es nicht, aber die Schafe gehen voll drauf ab, auf den Giersch. Unglaublich. Also da macht es richtig Spaß. Und so haben wir sie heute auch ein bisschen gelockt. Wir hatten dann nämlich festgestellt, nachdem wir die Lücken zugemacht haben, dass der Elektrozaun an einer Stelle ziemlich wackelig war. Ich nehme an, dass da mal ein Reh reingerammelt ist. Und ja, da musste ich dann nochmal in den Auslauf rein und dann kamen natürlich die Böcke hinter mir her. Und ich habe dann festgestellt, meine Frau von außerhalb des Auslaufs, die war auf der anderen Seite von dem Maschendrahtzaun in the morning. Wenn die was gesagt hat, dann blieben die Schafe erstmal stehen und haben geguckt. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, laber die mal weiter voll. Was soll ich denen erzählen? Und dann hat sie so geguckt und auf ihrer Seite stand dann auch Giersch und dann hat sie immer ein paar Blätter abgemacht und über den Zaun geworfen und dann sind die Schafe dahin. Also die lassen sich schon mit Futter unheimlich gut locken, aber in dem Moment, wo du eine Hand ausstreckst, machen sie sich gleich wieder weg. Aber da muss ich sagen, habe ich echt ein bisschen Respekt, weil diese blöden Böcke, die sind ja unberechenbar. Und ja, aber auch der Voreigentümer, den hat ja einer von den Böcken mal so erwischt, dass der ins Krankenhaus musste und danach 6 Wochen kaum laufen konnte. Ist der Bock in die Kniekehle gesprungen. Und, ich hatte ihm ja dann damals geholfen, also der hat uns ja die Schafe geschenkt. Wir haben ja dann einen kleinen Obolus bezahlt für 200 Meter Weidezaun und zwei Schlaggeräte. Und ja, er wollte dann testen, ob ich bereit bin, da auch Arbeit reinzustecken. Und dann hat er mich mal eingeladen, das war im August bei 35 Grad im Schatten, die Schafe umzukoppeln von einer Riesenweide in einen Wald rein. Und da habe ich dann auch etwas dezent Respekt gehabt vor den Böcken.
und habe ihn gefragt, was mache ich, wenn der angreift? Und der hat gesagt, einfach vor den Kopf treten, wenn der dann kommt. Das macht denen nichts aus, aber dann sind die erstmal abgelenkt und sind erstmal weg. Und von daher schaue ich, dass ich den Mistböcken im wahrsten Sinne des Wortes dann nicht den Rücken zudrehe. So, Anja hatte angemerkt, Moment, 43 Zuschauer und 29 Daumen, da geht noch was. Genau, jetzt haben wir 45 Zuschauer und 35 Daumen, da geht immer noch was. Carmen Krausen grüßt aus der Südpfalz, also ist der Pfälzer Raum hier auch gut vertreten. Andrea, die Schoki war gefüllt mit Joghurt und Erdbeeren. Oh nein, nicht Jogurette. So, Janina, seit mittlerweile 32 Monaten Mitglied. Sebastian seit 14 Monaten. Ich weiß nicht, wie ihr das hier macht, aber sieht gut aus. So, Klaus hat seine Kürbis-Quickpots erstmal ins Haus getragen. Na, das war ihm ja dann doch ein bisschen zu heiß. Pepsi, ich hätte gern mehr Wachteln, aber ich bin hin und her gerissen, welche Wachtelrasse, da wir die chinesischen auch super toll finden. Wir haben zurzeit typische wildfarbene Legewachteln. Dran denken, dass du die chinesischen Zwergwachteln nicht mit den japanischen Wachteln zusammenhalten kannst. Die chinesischen Zwergwachteln sind auch ja, monogam, das heißt, da hältst du nur ein Pärchen aus Hahn und Henne. Maria schreibt, Klaus ist doch erst Sonntag. Na, da hat er aber trotzdem Schiss mit seinen Kürbissen. Ach so, der hat gleich beim Wachtelstein noch die Klappe runtergelassen. Anja, ich hatte gerade eine Tüte Chocolate Chips weiß. Oh, na toll, jetzt hört auf hier, sonst futtere ich gleich die restliche Schokolade auch noch. Schnulli schreibt, vorsorglich entwurmen ist überflüssig. Bedenke, es ist Chemie. Genau, das Entwurmen sagt dann auch schon der Name dieses Vorganges, Entwurmen. Also als Prophylaxe ist es nicht gedacht, sondern bei Wurmbefall ist es ja auch wie bei Katzen. Die Katzen kannst du entwurmen, wenn der Wurmbefall entsprechend hoch ist. Die fressen eine Maus und haben sofort wieder Würmer. So, Pepsi, uiuiui, Respekt an alle, die Böcke besitzen. Okay, Andrea, genau die Schoki. Sehr schön, Andrea. Habe ich heute auch schon drei Riegelchen gehabt. So, Klaus, ich würde so gern was ausbrüten. Mache ich sofort, wenn André uns auffordert, ihm Hennen zu liefern. Ich hatte ja den Gerd im Auge. Da Gerd aber noch eine schöne Reise unternimmt, wird er erst recht spät einlegen können. Jetzt bin ich mit Mario Edler so verblieben, bei dem müsste jetzt in Kürze Schlupf sein. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, am 17. Und ich hatte ihm schon jemanden vermittelt, der bei mir nachgefragt hatte wegen Hennen und der dann nicht so weit fahren wollte. Der Mario Edler, der wohnt ungefähr 20, 25 Kilometer von mir weg. Da passt das ganz gut und ich habe ihn dann gleich gefragt, weil er hat, glaube ich, 120 Eier eingelegt, ob er dann, da wäre Abgabe Ende Mai, ob er dann noch 30 Hennen für mich hätte. Dass ich meinen Bestand zumindest hier hinterm Haus nochmal aufstocken kann. Alexander, wie kann man Mitglied werden? Ich glaube, das kannst du unter jedem Video. Wenn du dir das Video, ein Video anschaust, gibt es da einen Button Mitglied werden. Da kannst du auswählen, Kategorie Küken. War das 1,99 im Monat? Und der Jungspund für 4,99 im Monat.
So, Uwe, Zwergwachteln nicht mit Legewachteln zusammenhalten. Genau. Sebastian hat Merci Edelnougat. Ich habe hier auch irgendwas von Merci. Merci Together heißt das Zeug. Da habe ich noch Mandelcreme, Cappuccino Nuss, Creme Brûlée. Und das Nougat Crunch. Jetzt haue ich mir auch hier die Creme Brûlée noch rein. Jetzt triggert ihr mich hier alle. Janina hat Grauburgunder. Das ist schön. Oh, Janina, und ich kriege immer so schön Lob im Laden für deine Weinkisten. Ich sage immer, das sind Originale. Da sind sie immer ganz neidisch. Weil alle haben sie nur in irgendeinem Baumarkt oder in irgendwelchen Möbelmärkten so eine nachgemachten Weinkisten gekauft. Und deine, die sind ja noch mit Jahreszahl versehen. Ich glaube, die älteste ist 1968. Ah, und Sebastian hat einen Hefeweizen noch dazu. Na schön. Uwe, oh, hier ist Schoki-Alarm. Ich hole mir nun mein Edelbitter-Schoki mit 85% Kakao. Nee, das wäre mir. Na, das ist hier mir jetzt nicht süß genug. So, jetzt tauschen wir uns hier aus. Milka Luflé gibt es bei Pepsi. Sehr schön. So kommen wir rum, so sammeln wir Empfehlungen, machen hier indirekt Werbung und das nächste Mal gucken alle im Supermarkt, was ist denn Milka Luflé? Boah, siehst du, Maria dann auch sofort getriggert davon. Das mag ich auch. Also Loufflé habe ich nicht, aber meine Frau kauft immer mal Milka-Schokolade, wenn die im Angebot ist. Und die habe ich jetzt hier quasi hinter mir im Regal. Also ein bisschen was haben wir schon davon gegessen. Aber das ist das, was wir jetzt gerade noch da haben. Und ich brauche mich nur umdrehen. Und da sind auch die mega leckeren bunten Kakaolinsen dabei. Die sind saugeil. Dann ist hier noch Zartherb. Das ist eher was für meine Frau. Milka Daim. Oh, die muss ich mal demnächst ausprobieren. Dann haben wir Alpenmilch und ganze Haselnüsse. Also wir haben ja manchmal tatsächlich einen Vorrat von 30, 40 Tafeln Milka-Schokolade. Klingt doof, ist aber so. So, Janina, dann bringe ich dir noch welche mit, wenn ich meine Tour mache. Ich suche noch Farmtiere zum Filmen. Du meinst Schafis? Okay. Thora ist schokoladenlos. Och, Thora. Eine Dose Mitleid für dich. Der gute Low-Carb-Kanal ist hier wohl nicht. Wieso? Da sind doch gar keine Kohlenhydrate drin. Das ist ja wohl Low-Carb. Was haben wir da? Oh, doch. Heieiei. Vor allen Dingen das Geile ist ja auf so einer Milka-Tafel. Da stehen ja die Werte für 100 Gramm. Ich hätte ja jetzt gedacht, dass tatsächlich der Zucker überwiegt. Ja klar, ist ja der Zucker, Kohlenhydrat. Ach ja, gut, war jetzt mein Fehler. Okay. Aber die, also das ist eine Tafel Schokolade. Ja, und für mich sind diese 100 Gramm quasi eine Portion. Das Geile ist die Portionsangabe hier hinten drauf. 16,7 Gramm. Moment, 1, 2, 3. Also das ist dann ein Viererstreifen Schokolade. So. Pepsi, mir gefällt es, wenn man das auf der Zunge schmelzen lässt. Ja, Maria, der Gute, ich kann dir auch Reiswaffeln anbieten. Oh, meine Tochter liebt Reiswaffeln, aber mit Schokolade überzogen.
Anja, schön Hüftgold und das um die Uhrzeit. Naja, flitze morgen wieder Treppe hoch und runter auf Arbeit. Ja, morgen, also den Rest der Woche komme ich dann wieder nicht zum Essen und zum Naschen. So ist das. Tatsächlich, morgens gibt es Frühstück. Wenn ich nicht gerade Ware holen muss mittags, dann esse ich mittags mal eine Knacker im Brötchen. Und dann gibt es erst abends nach 18:30 Uhr, 19 Uhr wieder was. Pepsi, wow, so viel Milka und dann such noch die gute Smart und dann auch noch die gute Smarties und Karamell-Dime. Ja. Andrea, na los, lass mal alle zum Angriff fahren und den Küchenschrank plündern. Also, ich sag's mal so, ja, meine Frau mit knapp über 60 Kilo und 1,64 Meter Größe, die sieht zwar zierlich aus, aber ich glaube, wenn ihr an den Schokoladenschrank wollt, dann müsst ihr hier mit Panzern und Kampffliegern herkommen. Ihr habt keine Chance. So, Klaus, Pepsi, wenn der Mann auf der Zunge schmilzt, ist das dann auch noch jugendfrei? Anja schreibt, wir haben auch noch Gummibären in den verschiedenen Variationen. Na, warte mal. Den da, siehst du? Warte mal. Haben wir alles für tolle Sachen. Also haben wir auch. Dann haben wir das. Hier ist der deutsche Importeur von den Dingern. Das sind Kaubonbons, mega lecker. Der hat seinen Sitz hier bei uns in der Stadt. Sehr geile Teile. Meine Tochter liebt das. Och, dann gibt es hier noch so Pfefferminztalerchen. Und. Also man könnte echt denken, wir ernähren uns nur von Süßigkeiten. Ja, so ist das. Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. So, Tora, eben noch lecker Grünkohl gegessen. Da, na, jetzt verarscht uns doch. Maria hat Haribo Schaumherzen. Oh, was sind denn Haribo Schaumherzen? Klaus, so eine gegrillte Wachtel ist fett- und eiweißreich, aber wenig Kohlenhydrate. Ja, bei Sebastian gab es letzt schön gegrillte Wachtel. Die sahen gut aus. Sebastian, mit was hast du die mariniert? Janina, ja, André, ja, André, ja, Schafe, Wachteln, Hühner, Enten, Gänse. Also, wer hier einen Zoo hat, ich komme gern. Gerd schreibt, ja, Milka, Marzipan gibt es nicht mehr. Echt nicht? So, irgendwas hat hier der Gude geschrieben und ich kann es nicht sehen. Maria schreibt der nicht dein Ernst und er schreibt Google mal. Sebastian schreibt, er hat eine Hose an. Tja, habe ich immer an. So, Carmen hat nur Hund, Fische und Wachteln. Siehst du, Janina. Andrea, na jetzt geht's aber ab hier. Ey, ihr habt mich provoziert. Anja, haha, zu geil. Klaus, eine Jogginghose scheint noch kalt zu sein. Naja, es ist schon ein bisschen frisch, aber der Grund ist, ich sitze hier auf einem Lederstuhl, Klaus, und ganz ehrlich,
Das ist ohne Hose leicht unangenehm. Maria, das ist der Hammer. Ich dachte, du bist auf Diät, André. Also, Maria, ich weiß nicht, wie lange einiges von dem Zeug schon hier ist. Also, aber so eine halbe Tafel Schokolade am Tag, doch, das schaffe ich auch. Eine halbe. Bin ich auf Diät? Naja, ich halte jetzt so konstant aktuell 105, zwischen 105 und 106 Kilo. Ich will aber noch unter 100 kommen. So. Anja, unsere Kinder lieben auch Puffreis und Chips. Ja, Chips habe ich leider keine mehr da. Das ist das. Das ärgert mich so ein bisschen. Die Kinder-Country müssen in den Kühlschrank, dann schmecken die noch besser. Nee, können wir nicht machen, weil mein Sohn öfter mal an den Kühlschrank rennt, um einfach zu gucken, was er da rausessen kann. Und wenn da die Kinder-Country drin sind, dann sind die alle. Und dann ist meine Tochter traurig. In den anderen Schrank guckt er nicht rein. Pepsi, OMG, die bunten Puffreisbällchen. Ich esse die auch ohne Ende. Immer beim Einkaufen zwischen 3 und 5 Stück mitnehmen. Und wie isst man die? Wer kennt's? Ja, auf die Hand und mit der Zunge rein. Musstest du meiner Tochter nie zeigen, kamen die von ganz alleine drauf. Oder Puffreis in eine Schüssel, die Schüssel und dann nochmal mit der Zunge rein. So, Gerd schreibt, Hora, Grünkohl ist ein geiles Gemüse mit Eisbein. Okay. Maria, ich hasse diesen Puffreis, vor allem wenn er auf dem Boden liegt und man drauftritt. Weiß ich nicht, Maria, was du da verkehrt machst. Also bei uns liegt der nicht auf dem Boden. Aber ja, wenn mal so eine Cola aus Versehen runterfällt, also von der Zunge abfällt, dann hört man das sofort, wenn man den erwischt. Tora, kein bisschen, verarsche doch niemanden. Was ich gerne mal probieren würde, ist der lilane Grünkohl, den hier einer in seinem Schrebergarten hat. Okay, na dann, Tora, es ist dunkel, Taschenlampe raus und dann erntest du. So, Sebastians Rezept für die Wachtelmarinade: Salat, Mayo, Tomatenmark, Salz, Pfeffer, bisschen Kräuter, Knoblauchsalz. Okay. Pepsi, was gezeigt wurde, die bunte Packung, richtig lecker. War es der Puffreis oder waren es diese Kaubonbons? Das sind solche Lankenteile. Die werden exklusiv von der Firma Eurofrucht importiert nach Deutschland. Und Eurofrucht hat einen Hauptsitz hier bei uns in unserer schönen Kleinstadt. So, Angelika verlässt uns dann. Ja, wir sind auch schon bei 21:30 Uhr. So, da steht noch mal Janinas Nummer. So, weil Anja schreibt, Esspapier hatten unsere Kinder auch erst. Die Grünen findet meine Tochter nicht so toll. Also, du siehst, griffbereit hier auf dem Küchentisch. Das ist, wenn du Kinder hast. Muss immer was Süßes da sein. Das war ja so ein bisschen, wo dieser ganze Corona-Mist losging, haben wir uns ja auch also 2 Tage bevor der Lockdown kam, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich würde jetzt gern mal einkaufen fahren, weil das könnte scheiße werden. Ich habe das schon so im Gefühl gehabt. Und dann bin ich an dem Tag zweimal einkaufen gefahren und habe zweimal einen Kofferraum voll eingekauft. Und die Schwierigkeit war tatsächlich, also da hat meine Frau gestaunt, dass ich dann doch relativ, also wir haben viel Konserven und alles Mögliche da gehabt.
Und ich habe auch relativ viel Süßkram gekauft für die Kinder, weil das ist halt dann immer noch mal so erschwerend. Ja, es gibt Leute, die heben den Zeigefinger und sagen, nichts Süßes für Kinder. Tatsächlich, Kinder können aber unausstehlich werden, wenn die dann so einen Zuckerjieper kriegen. Und da haben wir uns das angewöhnt, dass wir dann immer was im Haus haben. So, also ich sage die Nummer hier von Janina nochmal an. 0170 92 43 199. So, Pepsi, ich esse die nur mit der Zunge klebend rein. Genau. Klaus, mal was überwachteln bitte. Gewichtsprobleme habe ich selber genug Erfahrung. Okay. Du musst nur sagen, Klaus. Wir reden auch gern mal über Wachteln. Klaus, apropos Taschenlampe, Schneckenjagd. Okay. Mach doch das einfach, leg ein paar Planen oder Bretter draußen im Garten hin. Und die sammelst du dann, die drehst du dann einmal am Tag rum und sammelst die Schnecken darunter ab. Haben wir letztes auch erst gehabt, also wo wir die Schafe umgekoppelt haben. Wir hatten noch so einen Bereich, da lag Teichfolie, die haben wir hochgenommen. Was meinst du, was da an Mini-Nacktschnecken drunter war? Oh, Maria hat natürlich gleich erstmal die geile Domino-Pizza-Werbung gekriegt. Und Sebastian diesmal KFC-Werbung. Sehr schön. Andrea, Kaffee-Feuerautomaten. Tim schreibt, klick doch mal den Daumen für den Stream. Ja, aber jetzt sind wir bei 40. Guck, 37 Zuschauer und 40 Daumen. Wobei ich denke, da könnte noch ein bisschen was gehen. Der Gute hatte Zalando-Werbung. Und Maria mag gar keine Pizza. Anja hatte Golfplatzwerbung, sehr schön. Pepsi, man hat eine gute Ausrede, Süßigkeiten zu kaufen, wenn man Kinder hat. Was ich aber auch absolut liebe, ist Spinat mit Kartoffeln und Spiegelei. Nee, nein. Spinat muss nicht sein. So, Uwe und Sabine, bis in 14 Tagen. Genau, ihr Lieben, wir haben es auch 21:34 Uhr. Ich muss noch duschen und noch mal ein bisschen die Beine hochlegen. Nächste Woche also der Stream für alle Grünen, auch für Grün-Blaue. Und in 14 Tagen, das heißt, das wäre dann der 28., haben wir wieder den normalen Stream für alle Teilnehmer. Ja, aber die Mitglieder haben jetzt auch mal wieder ein Recht auf einen exklusiven Mitgliederstream. Der Gude hat sich endlich mal eine Wachteleischere gekauft. Okay, du meinst einen Zigarrenschneider, oder? Ja, so. Auf alle Fälle, ich danke euch, dass ihr den Abend wieder so schön kurzweilig mitgestaltet habt. Auch Klaus, weißt du, für die Watchtime kann ich den Stream auch laufen lassen. Ich muss mich ja hier nicht zeigen. Ihr steht ja hier in der Küche und nicht im Bad. Ja, ja, danke für den kurzweiligen Abend und ja, für ein bisschen Austausch, was Süßigkeiten betrifft und Schäfchen und allem Möglichen. So, der Carsten, willkommen bei den Küken. Hallo Carsten und danke für die Mitgliedschaft. Ja, also, ihr Lieben, ich wünsche euch allen einen schönen Abend, eine
angenehme Woche. Sonntag am 21. dann Mitgliederstream. Und am 28. sehen wir uns hier alle wieder in großer Runde. Bis dahin, eine gute Zeit für euch und ja, bis zum nächsten Mal.